In einer 1800 Meter langen unterirdischen Druckrohrleitung mit einem Durchmesser von 1400 mm wird das Wasser von der Wasserfassung zum Kraftwerk transportiert. Der Höhenunterschied beträgt dabei 46 Meter. Die Druckrohrleitung wurde fast zur Gänze in der Trasse der Gemeindestraße verlegt. Im Kraftwerk befinden sich zwei Francis-Turbinen, die gemeinsam eine Engpassleistung von 933 kW haben. Für einen bestmöglichen Wirkungsgrad läuft bei wenig Wasser nur die kleine Turbine, dann die größere und nur wenn die Biesling ausreichend Wasser führt, werden 2,8 Kubikmeter Wasser je Sekunde genutzt, um Strom zu erzeugen. Über das Jahr können so ca. 3 Millionen Kilowattstunden Strom durch Wasserkraft erzeugt werden. Das entspricht einem Strombedarf von ca. 650 Haushalten. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Energienetz eingespeist. Eine Turbine besteht aus einer Einlaufklappe, einer Schnecke, einem Leitapparat und einem Laufrad, welches direkt mit einem Generator verbunden ist. Gesteuert wird die Turbine durch je ein Hydraulikaggregat. Durch ein gekrümmtes Saugrohr wird das Wasser zurück in das Bachbett geleitet.